dann müsste ich theoretisch die mit Samen den gesamten Wasserweg, den wir vorhin gefahren sind, mit Dings zurücklegen. Mit Hühnern und Samen. Ja, den wir vorhin mit dem Boot gefahren sind, den müsste ich dann quasi so machen. So, ich dachte jetzt, da oben sind noch mehr Hühner, aber das sind alles Schafe. So, die Sonne ist schon über uns. Heißt, wir haben noch ungefähr einen halben Tag. Ach nee, es sind gar nicht alles Schafe, sind auch ein paar Schweine dabei. Was ist das hier oben? Hier sind noch Hühner. Von euch hat auch noch keiner ein Ei verloren, oder? Wofür brauchte ich das denn eigentlich? Ich wollte Federn und Federn wollte ich wofür? Für ein beschriebenes Buch. Und das beschriebene Buch, das wollte ich wofür? Ach, für die Bücherregale mit dem Bibliocraft-Mod. Hm, bräuchte ich ja jetzt gar nicht mehr unbedingt. Außer ich möchte halt Tagebuch führen oder dergleichen. Was ich eigentlich nicht unbedingt vorhabe. Habe ich die Knochen habe ich natürlich da gelassen, sonst hätten wir jetzt gucken können, ob wir hier einen schönen Wolf finden. Nom, 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 nom. So, hier sind auch noch ein paar Hühner. Von euch hat auch keiner ein Ei fallen lassen. Und man sieht schon recht schön, wie voll die Karte so langsam wird mit verschiedenen Biomen. In alle Richtungen ist etwas vor mir, sind die normalen Plains, Flachland. Dann ist da das Schneebiom. Hier über uns das Extreme Hills, also diese hügelige Landschaft. Und welches fehlt noch? Ach, Dschungel. Und Dschungel, da. So, jetzt gehen wir ja wieder einigermaßen in die richtige Richtung, um wieder nach Hause zu kommen. Aber ich gebe mich noch nicht geschlagen. Ich möchte noch ein Dorf finden. Ich habe noch Hoffnung. Ich glaube, Dörfer kann man doch nur in Plains und in der Wüste finden, oder? So. Das sind hier die verschiedenen Schweine. Und da sind Kürbisse. Ich glaube. Der generiert hier gerade was völlig neu. Vielleicht waren wir hier doch noch nicht. So. Ach, guck mal da. Ein Eisdschungelbaum. Auch schön. Schön, schön. Doch, hier waren wir. Hier sind wir vorhin quasi die... Jetzt so von oben erkenne ich es, glaube ich, wieder. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Mann, ich möchte gerne ein Dorf finden. Wo ist denn ein Dorf? Ich finde es doof, ich will ein Dorf. So, es ruckelt gerade ein bisschen, weil er das hier alles neu lädt und das ist alles komplett riesen Weggedings. Genau. So, wir schauen mal, ob wir hier vorne noch irgendwas finden. Habe ich jetzt was eingesammelt? Nee. Doch, Redstone. Hä? Ach, ich habe nur einen Redstone dabei. Schade. Okay. Oder was heißt schade, aber... Ich habe halt noch einen Redstone dabei, den müsste ich vielleicht im Zweifelsfall fallen lassen. So, hier sind Grassamen. Das heißt, da sollte eigentlich hohes Gras drauf wachsen. Aber da war ja eine Sandfläche, da geht das natürlich nicht. So, da vorne scheinen wieder Kürbisse zu sein. So, und irgendwo höre ich auch schon Zombies. Boah, das ruckelt ganz schön. Ich glaube, ich bin ganz schön weit weg von zu Hause. Kann ich denn auch sehen, wie weit... Kürbisse. Kann ich denn auch sehen, wie weit ich von meinem Zuhause weg bin? Das geht bestimmt. So, wie geht denn das? Ist es das hier? Nee, das ist es nicht. Markeroption, das müsste es doch sein. Distanz, wunderbar. So. Sehe ich jetzt die Distanz nach da? Sehe ich nicht, glaube ich. Muss mir die auch irgendwie angezeigt werden? Eigentlich müsste sie, oder? So, wir kürzen mal hier rüber ab. Ich weiß nicht, ob das jetzt der schnellere Weg ist. Aber bleiben am Fluss dran. So. Okay. Da oben waren die Hühner. Ich glaube, hier habe ich auch die höchste Wahrscheinlichkeit, überhaupt irgendwas zu finden. Wenn ich jetzt hier schon sehe, wie weit der Punkt von den Hühnern eigentlich weg ist. Ich meine, so weit hier unten waren wir ja gar nicht. Das wieder extreme Hügel. Ich glaube, in extremen Hügeln dürfen keine
Dörfer spawnen. Dann bleiben wir mal lieber hier auf der Seite. So. Und dann kommen wir aber da oben wieder durch den Wald, den wir vorhin schon betreten haben. Okay, also scheint hier in die Richtung nicht viel Zivilisation zu herrschen. Obwohl, waren wir hier schon? Da oben ist ein Lava... Hey, hey, seht ihr das? Seht ihr das? Da ist ein Dorf. Ich muss hin. Yeah, ich habe eins gefunden. Okay, die Reise war nicht umsonst. Okay, okay. Jetzt muss in dem Dorf natürlich noch, oh, es wird schon dunkel. Jetzt müssen in dem Dorf natürlich noch die gesuchten Karotten und Dings sein. Dings, Bums, Ding. Guck mal, das sieht aus, als ob das halb im... Ach! Und Hühner haben wir ja auch noch in der Nähe. Okay, vielleicht penne ich hier meine Nacht. Am besten penne ich hier die Nacht, so. Noch vorm Dorf. Ich muss mich ja erstmal so ein bisschen an die Dorfbewohner antasten. Nicht, dass die hier schon vor mir weglaufen. So. Einsammeln. Und das ist alles nur Dorfbewohner. Yeah. Ich baue nicht eure Häuser ab. Mache ich natürlich nicht, obwohl ich da schön... Okay. Da ist schon mal Wasser. Das scheint erst vor kurzem ausgebrochen zu sein. Oder zumindest hat es hier noch Blumen weggespült. Ja, ausgebrochen. Okay. Das Dorf hat eine Menge Dorfbewohner. Ihr wollt Wolle tauschen. Was willst du? Bücher? Andersrum würde ich es machen. Wow, okay. Habt ihr ganz schöne Preise hier. Habt ihr denn auch einen Golem oder seid ihr ein zu kleines Dorf? Wahrscheinlich seid ihr zu klein. So, ich sehe... Doch, da. Oh, cool. Da. Und... Was ist auf den anderen Feldern so? Getreide. Yeah, Kartoffeln. Auf jeden Fall Kartoffeln haben wir. Aber wir wollten am liebsten... Oh, cool, eine Schmiede. Genau, wir wollten am liebsten eine Schmiede. Nee. Ich wollte sagen, wir wollten am liebsten... Quatsch. Ein... paar Karotten. So. Am besten ich gehe hier mal von hier drüben rein. Oh. Zombie. Creeper. What the fuck? So, wir nehmen die erstmal alle so, wie sie sind, mit. Ich glaube, dass... Also, ich wollte jetzt Scheiße sagen. Ich glaube, das sind alles nur Kartoffeln. Ach, da sind Karotten. Da sind Karotten. Okay, cool. Wer klopft hier wo? Ach, die kommen hier unten raus. Das ist schlecht. Oh, oh, Creeper? Nee, steht hier nicht. So, ich mache hier mal... bisschen Licht, dass zumindest ein kleines bisschen geschützt ist. Und dann vernichten wir mal noch den hier. Ein bisschen abseits vom Dorf. Zack. Oh, wieso treffe ich die nicht? Getötet. So, und der da, der will natürlich die Dorfbewohner vernaschen und die anderen stehen nur da und gucken. So, komm mal her hier. Genau so. So, in den normalen Wohnhäusern ist nichts drin. Ich glaube, es ist wirklich nur in der Schmiede etwas zu finden. Und die Schmiede steht jetzt hier so leicht unter Wasser. Ich betrete mal hier noch vorher das Feld. Und beklaue euch mal. Karotten, schön. Aber wirklich gerade ein Feld hier nur von Mohrrüben, ne? Oh, habe ich keinen Platz mehr? Dann lasse ich hier die Samen da und die Blumen auch. Die brauche ich nur nicht unbedingt. Ist das hier ein Dorfbewohner hinter mir? Also wenn man hier andere Schritte hört, dann muss man sich bei Minecraft erst dran gewöhnen, muss ich mal so sagen. So, komme ich hier? Natürlich nicht. Oh, Moment. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe doch da vorhin einen Creeper gesehen. Komm, im Wasser machst du keinen Schaden. Komm doch. So, zack. Und einmal noch. Und da oben sind auch noch Kürbisse. Also hier hätten wir echt alles gefunden.
was man so finden möchte. Wenn die Hühner jetzt noch ein paar Eier droppen, legen, meine ich natürlich, dann wäre ich natürlich super zufrieden. So, Öfen brauche ich jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Ich beklaue die Leute jetzt auch nicht. Oh, hallo Herr Schmied. Wow, ein Eisenhelm, das wäre natürlich schön. Aber ich habe keine Smaragde für dich. Aber ich... Okay, was? Das ist die beste Kiste, die ich bislang jemals überhaupt in einem Dorf gefunden habe. Überhaupt in eine Kiste, die ich gefunden habe. So, Crafting Table lasse ich auch hier. Den mache ich mir, wenn ich ihn wirklich brauche. What the fuck? Sechs Diamanten, Tatsache. Verrückt. Okay. Die Reise hat sich auf jeden Fall mehr als gelohnt. Ich könnte jetzt noch gucken, ob ich hier mit den Dorfbewohnern was tauschen kann. Aber ich markiere mir erstmal das Dorf. Ich will jedes Mal auf Optionen gehen. So, Waypoint. Inzwischen kann ich das. Und das ist das Dorf im Wasser. Im Wasser? Ne, im Wasser ist es ja nicht komplett. Dann gebe ich dem Dorf einfach einen Namen. Und zwar ist das Wasser... Stadt. Nee. Wasserfort? Ich will mal alles Fort nennen. Zwischen Wasser... Wasserwehr? Also so? Nee, ist auch nicht gut. Wie nenne ich das Dorf am besten? Flut, See... Dorf. Genial. So. Back. So, und los. So, du willst nicht wirklich irgendwas Tolles tauschen. Ach, du bist der Metzger. Stimmt. Metzger machen ja Sachen aus Leder.